zum Schutz vom Stoßdämpfer einfach ein Gummi hingemacht. Das Gummi muss jetzt natürlich noch verfeinert werden. Das werden wir mal erneuern bei nächster Gelegenheit, weil das ja schon eingerissen ist, und ein bisschen anders positionieren. Aber das hält noch, das ist nicht das Thema. Und hier zwischen Reifen und Gummi hat es noch Platz. Dadurch, dass die Maschine ja keinen Motor hat, ist sie jetzt ganz ausgefedert. Und was der Markus gemacht hat, ist einfach hier die Federvorspannung ein kleines bisschen. Ich glaube, 2 Umdrehungen hat er sie erhöht, um sich daran zu tasten. Ja. Da muss ich ihm noch sagen, dass sein Scott-Euler leer ist. Der Schlauch hier zumindest ist leer. Das muss er natürlich machen. Dann hat er sein Kettenblatt, hat er gefragt. Huch, ich wusste gar nicht, dass ich ein schwarzes Kettenblatt habe. Da sieht man es noch. Ja, weil das Hinterrad ja nicht draußen war. Die Eigenart dieser Exzenter, mit dem das Hinterrad bzw. die Kettenflucht und die Kettenspannung eingestellt wird. Ne? Also, das war mal dieses. Ja, und ich habe mich um dieses Schmuckteil gekümmert. Wir haben da keine Experimente gemacht. Da kommt ja die neue Zylinderkopfdichtung rein. Und ich habe zuerst den Brennraum sauber gemacht, so gut es halt ging. Dann habe ich die Ventile ausgebaut, die Ventilschaftdichtungen ausgebaut, dann die Ventile nicht neu eingeschliffen, aber mal so angehaucht, mal so ein kleines bisschen drüber geschliffen, dass die Planfläche bzw. die Auflagefläche, Dichtfläche wieder passt. Neue Ventilschaftdichtungen sind drin, obwohl die erst 10.000 Kilometer alt sind. Sprich, 4 Jahre oder sowas. Aber das war im Dichtsatz dabei, und was im Dichtsatz dabei ist, wird erneuert. Ja? Und den werden wir dann in der nächsten Zeit vervollständigen. Das heißt, den Motor wieder zusammenbauen. So, das Leichentuch wäre wieder drüber gelegt. Ja, jetzt habe ich es versucht mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Aber ich kriege mein Handy nicht in das Stativ, auf das Stativ oder wie auch immer. Da fehlt mir ein Tripod, das heißt ein Kugelgelenk oder sonstiges, um meinen ganzen Halter hier auf das Stativ zu bringen. Ihr Lieben, ihr müsst es leider ohne mich erahnen, was ich tue. Ich erkläre es euch. Ich schaue, wie ist das Spiel vom Lenkkopflager, ziehe das Lenkkopflager etwas an. Schau, dass alle Schrauben fest sind, die relevant sind. Die werde ich mit Drehmoment nachziehen. Ja, dann werde ich die Kettenflucht nochmal kontrollieren. Dann werde ich den Reifendruck anpassen. Das mache ich aber wahrscheinlich an der Tankstelle, weil mein Manometer hier etwas zu grobschlächtig ist, um das genau hinzukriegen. Da sind die von der Tankstelle ein kleines Stück besser. Könnte ich mir vielleicht auch mal was zulegen, um das einfach besser ablesen zu können, ein größeres Manometer oder sowas, was die Werkstätten verwenden. Ja, und dann schaue ich natürlich nach dem Öl und was mein Scott-Euler macht, ob ich den noch ein bisschen nachregulieren muss, weil meine frisch geputzte Felge nach, was sind wir denn gefahren am Wochenende, am letzten Wochenende? 352 Kilometer, jo, nicht schlecht. Ich habe jetzt, glaube ich, schon mehr Kilometer in dieser Saison drauf als die letzten 2 gemeinsam. Aber das macht ja nichts. Da soll es ja nicht drauf ankommen. Ja, weil nach 350 Kilometer sieht meine Felge wieder so aus. Das könnte etwas zu viel sein. Ja, Kette und Kettenblatt wunderbar sauber. Die Schwinge, ja gut, wir sind im Regen gefahren. Aber das soll ja, ja keine Auswirkungen auf die Funktion meines Zweirades haben. Scott-Euler funktioniert, sehe ich schon. Sonst wäre die Felge nicht so verspritzt. Ja, meine weiß beschrifteten Reifen, Leute, das ist eine Macke von mir. Da müsst ihr mit leben. Halt, stopp, wo willst du hin? Dahin müssen wir. Ja. Das mache ich immer so. Und ja, wir wollen natürlich auch schauen, wo sind wir denn da? Reibungstechnisch bin ich hier angelangt. Ja, kann man das jetzt erkennen, wie viel das ist? Das ist also 2-3 mm bis zur Abrisskante. Und wir waren ja auf unbekanntem Terrain unterwegs. Aber das kann sich mit den neuen Reifen schon sehen lassen. Wieder Backsteinprofil, da kann man Finger drin versenken. Yeah.
Cool. Dürfte die nächsten 2 Jahre wieder reichen? Vorausgesetzt, es nötigt mich niemand, lange Autobahnetappen zu fahren, die ich ja sowieso hasse. Gut, was macht denn der Ölstand? Ja, der Ölstand sagt, da könnte wieder mal einen Schluck rein. Aber sie steht nicht gerade, glaube ich. Werde ich aber ganz genau kontrollieren, so wie sich das gehört. Und dann, was ist vorne? Da wird es schon werden beim Werden. So, ich werde jetzt mal anfangen, weil es ist gleich 4:30. Da ist die Uhr. Und dann legen wir mal los. So, sala, ihr Lieben, ich bin fertig. Ja, also, was, 4:30, also eine Stunde. War es ja, glaube ich, ne? 4:30, wo wir angefangen haben oder so. Gut, also, Fakt war, die hier, die Hauptmutter, war etwas zu lose. Die Schraube war fest. Also, die Schraube losmachen, die Mutter losmachen und das Lenkkopflager einstellen. Ja, das habe ich ein bisschen nachgestellt und so justiert, dass nach dem Anziehen von dieser Schraube und nach dem Anziehen von dieser Schraube, 78 Newtonmeter, das ganze Ding spielfrei und leicht von rechts nach links fallend funktioniert. Jo, und was ich dann festgestellt habe, ihr Lieben, trotz aller Vorsicht, trotz alles Drehmomentes, nochmal hier, steht es natürlich auf dem Vorderrad, da schaue ich mal, ob ich das zeigen kann. Komm mal her, du. So, hier die untere Gabelbrücke, diese beiden Schrauben hier, die, Moment, kriegen wir doch hin, die und die, die waren lose. Ja, die eine war ziemlich weit rausgedreht, ja, auf der anderen Seite, die waren ja fest, aber den habe ich noch ein bisschen mehr Drehmoment gegeben. Das könnte das erklären, dass mein Popometer aufschreit und sagt, du, da stimmt irgendwas nicht. Wenn hier nämlich keine Führung der Gabel stattfindet, wird diese Gabel hier unruhig. Ja? So, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich auch kontrolliert, ist die Steckachse fest? Die Steckachse war fest. Was ich festgestellt habe, da ist das Gewinde im Eimer gewesen. Das habe ich auch gerichtet. Die Schraube hat durchgedreht, die war ganz kurz davor durchzudrehen. Das habe ich schon gemerkt, dass das so, ich kriege kein Drehmoment hin. Ja. Ja, also trotz aller Vorsicht und trotz aller Schrauberei bewahrheitet sich es immer wieder. Man sollte mal kurz nachschauen, ob alle Schrauben fest sind. Die waren Gott sei Dank fest hier. Die und auf, korrespondierend auf der anderen Seite auch wieder angezogen, auf Drehmoment gebracht. Ja. Hier alle Schrauben nochmal kontrolliert, dass alle fest sind, was fest ist. Dann habe ich meine Kette kontrolliert. Wie man sieht, die ist jetzt wirklich schön sauber. Kettendurchhang habe ich ja hier 30 mm. Und das sind 30 Millimeter. Ja. Scott Euler gecheckt, ist gut gefüllt. Einen kleinen Schluck Motoröl habe ich ihr gegönnt. Ich fahre ja immer so auf Maximum. Andere sagen, ich soll zwischen Minimum und Maximum. Dann gibt es wieder welche, die sagen, fahre eher auf Minimum als auf Maximum. Ich fahre auf Maximum und habe damit gute Erfahrungen gemacht bei meinem Motorrad. Oder zumindest keine schlechte. Ja, und zum Schluss habe ich noch den Reifendruck kontrolliert. Es war 2,4 hinten und 2,2 vorne, so wie ich das normalerweise auch habe. Also gehe ich davon aus, ihr Lieben, dass die Unruhe vom Fahrwerk jetzt weg sein sollte, was ja verständlich ist, wenn die untere Gabelbrücke auf einer Gabel lose ist und die keine richtige hundertprozentige Führung hat, dann könnte man das eventuell spüren. Wir werden es feststellen. Ich mache auf der Rückfahrt nochmal ein Video, ihr dürft dabei sein. Ihr Lieben, von diesem Handyvideo switchen wir auf diese Kamera mit dem externen Mikrofon. Das ja, mein ganzes Gerede war umsonst, liebe YouTube-Gemeinde. Ich habe vergessen, das Mikrofon einzustecken. Oh, fuck. Ja,
dann kann das natürlich nichts werden. Ach ja, so ist das halt im Leben eben. Jo, gibt ja nichts Sonderliches zu berichten. So, was gibt es denn für News, die ich noch nicht erzählt habe, beziehungsweise einer Brille? Monitor ist so verschwommen. Gut. Was ich ja während der Fahrt erzählt habe, und das interne oder externe Mikrofon nicht angeschlossen war. So, jetzt haben wir es. Wir gehen mal zur Militäre Viagra. Dieses schmucke Teil hier. Die Maschine geht also so, wie sie hier steht, ungefähr am 2.9. vervollständigt und generell fahrbereit zum Motorinstandsetzer. Und der wird sich um den Rest kümmern und die Maschine auch fahrfertig ausliefern. So ist die Information, die ich erhalten habe, aus dritter Hand oder zweiter Hand, wie sagt man? Ja, also es ist nicht direkt vom Motoreninstandsetzer. Und wie man hier unten sieht, ja, das ist das, was ich gemeint habe. Sie tropft Öl. Ja, gut. Das also zu diesem Projekt. Ich bin gespannt, was draus wird. Und wenn es nichts wird, dann wird sie wird. Und wer nichts kann und wer nichts wird und wer nichts kann, der geht zur Post oder Bundesbahn. Oder wie war das? Ne? Gut, dann haben wir hier unsere Dragstar. Die bekommt einen neuen gebrauchten Scheinwerfer und da vermutlich den Einsatz. Das werde ich also umbauen. Und zwei neue gesetzeskonforme Zusatzscheinwerfer, die schaltbar sind. Da baue ich noch ein Relais dazu. Das habe ich schon da liegen. Dann kommt der Frontfender drauf, der Tank drauf, dann wird nochmal drüber geschaut und dann geht sie zum Pickerl. Und dann ist diese Maschine auch fertig. Da unten hängt noch der Laderegler rum. Den habe ich abgeschraubt, um besser hinzukommen an die ganze Geschichte. Die neue Kupplung kommt rein und dann ab dafür. Jo. Dann, jetzt weiß jeder mein Kennzeichen. Ja, da haben wir ja drüber gesprochen. Da haben wir auch drüber gesprochen, glaube ich. Ich habe gesagt, während der Fahrt, ich warte, bis die Fahrwerksteile für hinten komplett da sind. Dann werde ich das Heck wieder zusammenbauen, dass sie rollbar ist und dann kommt sie runter zum Waschplatz und dann werde ich sie bürsten und schrubben. Ja, ein paar Teile werde ich noch abbauen, das Heck kommt weg komplett und dann wird hier alles sauber gemacht und da, wo ich Roststellen finde, werde ich die Roststellen bearbeiten. Hier haben wir auch noch Dreck. Ja, das wird alles geschrubbt und alles sauber gemacht. Wo Roststellen sind, werden wir Rost behandeln und dann wird sie wahrscheinlich wieder zerlegt. Aber das werden wir sehen. Eines nach dem anderen. Und so wird sie halt bis März oder April peu à peu neu aufgebaut. Mit Lager, mit Stahlflexbremsleitungen, mit Bremsen, mit Gabelservice inklusive allen Innereien. Die habe ich schon da. Die ganzen Fahrwerkslager, Umlenkung und so weiter und so fort, kommt alles neu. Neue Lager, neue Bolzen, bis auf einen Bolzen. Der ist nicht lieferbar. Und ich suche das Ding jetzt nicht raus, welcher Bolzen das ist. Das ist aber ein längerer Bolzen für die obere Umlenkung, die das ja alles hier, halt, was immer da haben, da, komm rüber, hier rum, so, dass alles da drin liegt, ja. Vielleicht lasse ich mich noch dazu überreden, das eine oder andere Teil zu lackieren, schöner zu machen. Na, das werden wir sehen. Da haben wir von der Triumph die Teile im Regal liegen. Kühler wird noch sauber gemacht, die Nockenwellen, die Lagerböcke, alles so hingelegt und bezeichnet, wie sie nachher wieder eingebaut werden. Und der Helm vom Markus. Ja? Also die Triumph wird Samstag vermutlich fertig werden. Ja. Soweit zum Stand der Dinge. Aber jetzt ist Viertel vor fünf. Da draußen ist zwar Friede, Freude, Eierkuchen auf der Seite des Kontinents. Aber wenn ich jetzt könnte und würde hier rüber schwenken, da kommt schwarz.
Und es war auch vom Wetterbericht her angesagt, es wird demnächst rumpeln. Es kommt wieder ein Gewitter. Folgedessen werde ich mich langsam aber sicher auf den Weg machen. Ich werde mich jetzt umziehen, mich in meine Klamotten schmeißen. Hier das externe Mikrofon anschließen, damit ihr auch mitbekommt und damit ich weiß, ob die Position, die neue Position vom Mikrofon, das ich jetzt hier drin habe. So, da dahinter habe ich es eingeklemmt. Das sollte vom Windgeräusch her schon besser sein wie beim letzten Mal, weil beim letzten Mal ist mir das Mikrofon ziemlich runtergerutscht. Ja, ich werde schon eine Position finden, wo das Ding einigermaßen funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann soll es halt nicht funktionieren. Es wäre halt super gigantisch, wenn es eine Kamera geben würde. In der Größe und in der Schmale. Ja, Schmäle oder in der Breite. Weil die Kamera, die spüre ich nicht. Mache ich die GoPro ran, zieht es mir die ganze Zeit den Helm irgendwo hin. Also auf die Seite, wo die Kamera ist. Das heißt, der Helm, der verdreht sich so in die Richtung. Gigantisch wäre es, wenn mein Sena mit meiner Kamera soundtechnisch kooperieren könnte. Weil dieses Mikrofon, liebe YouTube-Gemeinde, die Sprachverständigung beim Telefonieren, hat mir bis jetzt jeder bestätigt, der mit mir während der Fahrt telefoniert hat, der gesagt, was, du fährst auf dem Motorrad? Da hört man ja gar nichts. Kristallklar und sogar manchmal besser als wie mit dem Handy am Ohr. Kleiner Schluck aus der Hydropumpe. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein Traum. Aber ich weiß, von Sena gibt es irgendwie so ein Ding für die GoPro 4 oder GoPro 3. Aber wie gesagt, ich will ja keine GoPro. Oder ich kann mir keine GoPro 7 oder sowas leisten, wo sowas vielleicht schon integriert ist, dass man das koppeln könnte. Ihr Lieben, das soll es mal gewesen sein. Ich werde mich jetzt rüsten und nach Hause fahren und wir hören uns gleich über die Sony-Kamera. So, Kamera scheint zu laufen. Na dann schauen wir mal, ob es was wird oder nicht. Ja, was ich vergessen habe zu sagen, an der Verkleidung haben auch zwei Schrauben gefehlt. Aber das ist eher Makulatur. Ja, 2 Jahre fahren, ohne dass man irgendwas macht, außer hier und da mal einen Tropfen Öl, hier und da mal drüber geschaut. So salopp natürlich. Ich bin gespannt. Der Lenker steht gerade. Das ist schon mal gut. Wo ist es denn? Da irgendwo Handschuhe ausziehen. Da bin ich wieder hier mit dem. Das ist der Kinn- und Windschutz, der mir da jedes Mal im Weg ist. Ah, das ist immer so eine Tüftelei hier. Das muss ich echt mal versuchen zu ändern. So, jetzt haben wir es. Da kommt wieder ein Flieger, startet oder landet. Okay, Sonnenvisier runter, Musik läuft. Wo ist er denn, der Flieger? Nirgendwo, oder? Da oben? Ja, da oben ist er. So, dann bin ich mal gespannt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr auch. Was mir gleich mal von vornherein auffällt, ja, die eine verlorene Schraube der Verkleidung hat doch was zu bedeuten, nämlich mein Klappern, das ich hatte, wo ich immer gesagt habe, was ist das komisch, das ist weg. Ja, cool, cool, cool. So, einmal kurz schauen, freihändig fahren. Ja, schon besser. Schon besser, schon besser. Tanken tue ich dann in
in Klagenfurt. Ich will jetzt mal ein bisschen Kurven räubern. Schauen, was das Fahrwerk jetzt macht, ob das besser ist oder nicht. Schauen wir mal, bis der Max da weg ist. Schauen wir mal, da kommt wieder ein Auto. Lassen wir es mal. Nicht, dass da die Kiebereif kommt und mich wieder verknackt wegen dem Rechtsfahrgebot. Jetzt. Ich will ja hier einfach nur wissen, funktioniert das jetzt. Kann ich auch hier testen. Ja, fühlt sich nicht schlecht an. Wo sind denn die ganzen schwarzen Wolken hin? Keine mehr da. Nein. Ja doch, also ich habe da jetzt schon ein besseres Gefühl. Kann natürlich der Placebo-Effekt sein, ganz klar. Neue Reifen. Ja, aber das ist schon, wo ich sagen würde, das fühlt sich gut an. Wenn ihr sowas machen solltet, seid bitte vorsichtig. Ja? Ich habe das mal erlebt, da ist einer vor mir gefahren. Vor ihm sein Kumpel, oder ich weiß nicht, ob es der Kumpel war oder nicht. Und der hat dann auch so gewedelt und dann hat sich die Maschine aufgeschaukelt und dann lag er auf der Fresse. Also da mit äußerster Vorsicht und Bedacht und Üben, langsam anfangen, langsam steigern. Dann sollte es gehen. Ich mache mit euch mal eine kurze Speedrunde. Jetzt gut angefühlt. Da denke ich mal, habe ich alles richtig gemacht und richtig erkannt. Ja, wie gesagt, alle Schrauben habe ich ja nachgezogen, Kettenflucht kontrolliert, alles worauf es halt ankommt und was sich seit dem Reifenwechsel geändert hat. Ja, und mit schlanzigen Reifen, also abgefahrenen Reifen, ist das Fahrgefühl sowieso komplett anders, meiner Erfahrung nach. Vor allen Dingen, wenn die Reifen dann mehr in der Mitte als auf der Seite abgefahren sind, da ist der Übergang dann schon relativ kritisch, beziehungsweise ich merke das zumindest, dass die Maschine dann unwillig kippt. Mal richtig gut an. Auch die Lastwechsel hervorragend. Und ich bremse ja gerne stark vor den Kurven ab. Das macht sie jetzt auch, ohne dass es eine Unruhe gibt ins Fahrwerk. Und jetzt kommt noch der Pendeltest. Wie verhält sich mein Lenker? Bei ungefähr 100, einmal zweihändig fahren, da bleiben, so, ja, gut, lässt sich auch schön mit dem Körper dirigieren, nicht ganz so willig. Aber das Lenkerflattern ist weg, das war also schon das Lenkerflager, das lose. Und im Herbst kommt ja sowieso ein neues Lenkkopflager rein. Ich wechsle das ja alle 2 Jahre, egal ob gut oder nicht gut. Auf die 30 Euro kommt es mir nicht an.
keiner gescheiten ohne Kupplung. Ja, fahren wir mal über die Lebensalm zurück. Schön hochschauen in diese Richtung, wenn man die Strecke kennt. Nicht übertreiben, ich bin etwas geblendet von der Sonne, bis sich die Augen dran gewöhnen, Hell-Dunkel-Grenze und nicht Hell-Dunkel-Grenze, sondern Hell-Dunkel. Fühlt sich aber richtig gut an meiner Maschine. Gut aus, bis jetzt fühlt es sich hervorragend an. Eine kleine Ursache, große Wirkung. Bin ich denn hier überhaupt richtig? Das kommt mir zu unbekannt vor. Ich glaube, ich bin hier irgendwo falsch abgebogen. Ja, oder haben sie hier gebaut? Ach, die haben hier renoviert. Schau an, und da ist ein neuer Bunker. War schon so lange nicht mehr hier. Boah, ja, unglaublich. Und die überall bauen, das ist ja echt nicht mehr feierlich. Da geht es nicht hoch, das geht hier geradeaus weiter. Hoffe ich. Ansonsten geht mir der Sprit aus. Da muss ich schieben. Das heißt, schieben tue ich nicht, sondern ich fahre langsam. Und schieben tue ich nicht, ich fahre langsam. Ja, wenn da drin kein Sprit mehr drin ist. Oh, Martin, ja, genau. Nein, ich meinte, ich werde telefonieren und mein Frauchen sagen, sie soll mir 5 Liter Sprit mitbringen. Aber sollte gehen, sobald ich beschleunige oder etwas Kurven fahre, geht meine Kontrollleuchte aus. Ich habe also noch genug Sprit drin. Dauerleuchten bedeutet noch 70 bis 90 Kilometer Restreichweite mindestens. Bei sportlicher Fahrweise. Ja, ich bin gespannt auf morgen. Morgen Vormittag werde ich mit der Wirtschaftskammer und dem Wissen ist für immer. Auf dem WIFI heißt es bei uns, Wirtschaftsinformationsförderungsinstitut, telefonieren zwecks Anmeldung zur Lehrabschlussprüfung. Wenn ich das richtig gesehen habe, 13. bis 18. 16. 17. 18. September. Wenn wir sehen, lass mich da beraten. Ich bin ja nicht beratungsresistent, sondern schon. Ich höre da schon auf andere Leute. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ohne Lernen, ohne Üben, ohne Firma, die ich fragen kann, ob ich es schaffe oder nicht. Ich möchte es gerne schaffen. Ich tue auch alles dafür, dass ich es schaffe. Aber der Teufel ist ja Eichhörnle. So, jetzt werden wir der Maschine mal ein bisschen
etwas abverlangen, sobald ich hier den Überblick habe. Schauen wir mal, was rauskommt dabei. Dreckige Straße, nicht gut. Kein Lenkerflattern, keine Unruhe im Fahrwerk, auch bei höherer Geschwindigkeit. Muss ich da meinen Tacho dann ausblenden? Schauen wir mal, so schnell war ich ja auch wieder nicht. Dann würde ja meiner Kroatien-Tour nichts im Wege stehen. Oh, Rollsplit. Aber gut drüber geklitten, muss ich sagen. So eine Marotte in Österreich, die Kanaldeckel in die Mitte zu platzieren. Schauen, kommt nichts, sehr gut. Und hier geht es gleich nach rechts, gleich da unten rechts den Ratzberg runter, Ebental. Gefahren ist. Und wenn ich da jetzt die Kurve, die Rechtskurve rechts anfahre, um reinzuziehen, wäre es schon eng gewesen. Deswegen, ich bemühe mich, Linkskurven weiter rechts zu fahren, aber mein Rechtsfahrstil in Rechtskurven behalte ich in jedem Fall bei. Da können mir andere Leute sagen, was immer sie wollen. Für mich ist das die sichere Art und Weise, wenn mir einer entgegenkommt. Wenn er mir entgegenkommt und ich bin rechts, wie jetzt hier zu sehen, ich fahre die Kurve hier rechts an und ziehe sie rechts durch. Wenn mir da einer entgegenkommt, kann ich sowieso nirgendwo hin. Also, ja, das ist mit seiner Vespa aber auch ganz schön knacken. Ja, oder auch nicht. Eben ganz kurz. Schön in der Mitte von der Fahrbahn, wie sich's gehört. Das war gut. Ja, das hat der fein gemacht und wir da auch nicht ausgelacht. Feine, feine. Liebe YouTube-Gemeinde, ich bin zufrieden. Gefällt mir. Da fahren wir noch glatt wieder. Die Schotterstraße retour. Bisschen schottern. Hier mal eben so kurz. Ui. Guck mal, ist da. Ja, mit Straßenreifen ist das immer so eine Sache, so ein Problem. Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt, aber
mit der KTM. Man hat es ja in den Videos vom Tagliamento gesehen, oder ja, hauptsächlich Tagliamento, Probefahrt zählt ja nicht. Obwohl ich ja mit der Kachiwa auch schon im Tagliamento unten war. Wir haben schon einen kurzen Abstecher ins Gelände gemacht. Mit Straßenbereifung funktioniert das genauso gut. Aber auf losem Schotter und so weiter und so fort sind grobstollige Enduro-Reifen natürlich durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Grobstolligkeit. Aber ich philosophiere hier, obwohl ich ja vom Enduro-Fahren eigentlich relativ wenig Ahnung habe gegenüber anderen Enduristen. So, das ist jetzt die Schotterstraße. Jetzt bin ich gespannt. Auf der Herfahrt hatte ich ja das Gefühl, die Maschine wandert und beutelt rechts und links und hin und her. Ich konnte keine gerade Linie fahren oder schlecht eine gerade Linie fahren. Aber das ist weg, liebe YouTube-Gemeinde. Das ist weg. Das lag tatsächlich an der gelösten unteren Gabelbrücke und am Lenkkopflader, das sich einfach gelöst hat oder in den Sitz gepresst wurde oder verschlissen ist. Ja. Dass sie hier natürlich auf dem losen Schotter etwas an der Hinterhufe zerrt und vorne so ein bisschen unruhig wird, ist vollkommen normal. Wir rollen hier ja mit unserer Straßenbereifung über diesen Schotter hinweg, der sich nach rechts und links bewegt. Und ja, das Einzige, was man hier nicht machen darf, ist vorne bremsen, hinten bremsen. Ist überhaupt kein Thema, da kommt der Arsch hinten ein bisschen, je nachdem wie die Straße fällt und wie die Kraft wirkt vom Gewicht des Motorrades, aber alles kein großartiges Thema. Ja. Geht doch, ui, da hinten staubt es aber ganz schön. Ja, so ein Willi ziehen, was heißt Willi? Ist das ein Willi? Nee, ein Willi ist, wenn man auf dem Hinterrad fährt. Ja. Das andere ist Burnout, genau, so ein Burner, der kann schon was. Ui, in der Kurve sollte man das nicht machen. Aber das funktioniert schon ganz gut. Kann man trainieren. Also wenn da beim Gas wegnehmen das Heck nicht wieder in die Spur kommt, sondern weiter nach außen driftet, weil ja der Kraftschluss weg ist, das kann ja ganz böse ins Auge gehen, habe ich mir mal sagen lassen. Deswegen bin ich immer an der Kupplung und spiele mit dem Gas unter Kupplung. Wenn ich dann merke, okay, der Burnout oder das Durchdrehen lassen des Hinterrades, das ist okay, ja, dann lasse ich sie durchdrehen. Und sobald ich merke, der Arsch kommt hinten, bin ich schon wieder ab 8 Stellung und ziehe bei Bedarf dann die Kupplung. Und dann ja nicht bremsen. Ja, also Resüm, ihr Lieben. Macht, was sie soll, tut, was sie soll, bremst wieder hervorragend geradeaus, ohne dass sie irgendwie so ein, ja, ihr Lieben, ich kann es nicht beschreiben, wie soll ich das beschreiben? Anhand von einem Beispiel, ich habe gebremst und es kam mir so vor, als ob die Maschine irgendwie einknickt, aber nur auf eine Seite einknickt. Ja? Wie soll ich das beschreiben? Ja, ich kann überlegen, wie ich will. Ich komme auf keinen grünen Zweig. Ich kann es euch nicht erklären. Das ist einfach die Präzision. Ich muss es ja immer wiederholen, weil ja viele der Meinung sind, die Kachiwa Elefant ist eine italienische
die war, die eigentlich eingestampft gehört. Dem ist nicht so. Ich fahre jetzt die zweite Saison, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Was mir an der Kaciva außerordentlich gut gefällt, trotz ihrer Einscheibenbremse vorne verzögert sie mit der TRW-Wave-Scheibe sehr gut. Es ist natürlich kein Vergleich zu ziehen zu einer modernen Maschine mit super ABS und 320er Bremsscheibe und Hinterbremsbeläge und was weiß ich was alles. Ja. Hier ist noch Handkraft gefragt, aber ich kann sie mit zwei Fingern, kann ich ja mal kurz demonstrieren, Kupplung ziehen, ich kann sie mit zwei Fingern relativ schnell runterbremsen, was für mich ja das Wichtige ist, vor den Kurven. Ne? Ich bin ja Kurvenräuber, Kurvenheizer, das heißt, ich gebe hier Gas und dann bremse ich hier runter und gehe, upsala, schön kamot in die Kurve. Ja, das hat mich jetzt etwas irritiert, aber egal. Und beschleunige dann aus der Kurve wieder raus. Aber vor der Kurve bin ich ziemlich heftig auf der Bremse. Ja, das ist ökologisch vollkommener Blödsinn, das ist fahrtechnisch vollkommener Blödsinn, weil man die Mutterbremse ausnutzen könnte oder vorausschauender fahren und früher vom Gas gehen. Leute, für mich ist das genau der Spaß, den ich brauche. Dieses wilde, gefahrlose, ja, gefahrlos fahren, ich weiß nicht. Ich kann schlecht einschätzen, ob das gefahrlos ist, was ich da veranstalte. Aber ich denke, dass ich schon recht gut Motorrad fahren kann. Und was ich mir zugute halte, sind meine Reaktionszeiten und die Beherrschung der Maschine letztendlich. Ja? In kritischen Situationen runterreißen die Maschine, das heißt in diesem hier, ja, einfach ranreißen den Lenker, ohne die Kontrolle über das Gerät zu verlieren. Natürlich gibt es Situationen, wie bei jedem Motorradfahrer auch, wo man nachher sagt, das war aber verflucht eng. Aber das sind 0,1, 0,2% aller Ausfahrten, die ich mache, wo ich auch mitfahre. Und meine Linkskurventechnik ist ja gar nicht so wild und so schlimm. Ich bin mit meinen Rädern grundsätzlich immer, ich zeige es euch hier an dem Mittelstrich, so, ja, also 50, 80 Zentimeter, manchmal sogar einen Meter, bin ich auf meiner Fahrbahnseite. Das sieht nur durch die versetzte Kamera, die ja rechts montiert ist, und meiner Blickführung, Körperhaltung und so weiter und so fort, sieht das so aus, als ob ich mit meinem Motorrad auf der linken Seite unterwegs bin. Das bin ich nicht. Ja, jetzt wollte ich hier abbiegen. Ey. Einmal kurz wenden, ich muss tanken. Ja, also dem ist ja nicht so, sondern ich fahre ja mit meiner Maschine auf meiner Fahrbahn. So, hier jetzt zum Beispiel, das ist eine Linkskurve, ja. Ich zeige euch das mal so, versuche ich das mal zu zeigen. Ja, das ist, ich müsste meine Kamera mal wieder am Motorrad befestigen, um euch das zu zeigen. Es gibt selbstverständlich, Leute, brauchen wir nicht drüber reden, Kurvengeschlängel, wo ich es ganz einfach ausnutze. Ja. Dass ich die Kurven schneide, dass ich sie mehr schneide, als es eigentlich sein soll. Ja. Dann maulen wieder ein paar rum, ja, schon wieder zukünftige Organspender und so weiter und so fort. Ja, mein Gott. Dann sollen sie halt auf ihrer Chopper mit 50 durch die Kurve fahren, das ist doch mir vollkommen egal. Ja. Nur wenn ich Motorrad fahre, dann schaue ich, dass ich mich an meine für mich festgelegte 2-Sekunden-Regeln halte. 21, 22, zack. Und da muss ich zum Stehen kommen, da muss ich ausgewichen sein. Ja? Da muss ich das Gefahrenpotenzial erkannt haben.
und Kopf drehen und hin und her. Das mache ich. Ich brauche ja nicht viel Kopfbewegung. Und wenn ihr euch das jetzt auf der Kamera anschaut, ich bewege jetzt meinen Kopf nach links und ich bewege meinen Kopf nach rechts. Wie viel die Kamera durch den Bildstabilisator ausgleicht, ja? Weil ich werde hier auf meinem Motorrad ja durchgeschüttelt. Mein Kopf geht hin und her, rauf und runter, rechts und links und zurück und vor und seitlich und runter und unter Motorrad und über Motorrad. Und in jede Ritze, die auf der Straße zu sehen ist. Aus dem Grunde meint man, wenn man mich sieht oder wenn man die Bilder sieht, ja, ich drehe meinen Kopf nicht, das ist nicht so. Die Kamera bügelt so einen Haufen Bewegungen aus und ab, dass es schon fast ja, im Standbild wird. So, ich werde jetzt erstmal tanken. Und melde mich dann gleich wieder. So schaut es also aus, liebe YouTube-Gemeinde. Die Reparatur, schauen wir noch mal. Mal hier ein paar ein bisschen wedeln. Naja, wedeln wir mal hier. Noch mal ein bisschen wedeln. Jawohl, knickt schön ein und geht schön hinten in die Feder. Das passt mir wunderbar. Aber wie gesagt, macht das ja nicht, ohne vorher geübt zu haben. In der Brutalität, dass das Motorrad hinten und vorne sehr stark einfedert. Ja. Das ist im Übrigen auch, das Wedeln ist im Übrigen auch eine gute Übung, um sein Motorrad kennenzulernen, wie reagiert es auf plötzliche und heftige Lastwechsel. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Ihr Lieben, die Hinfahrt leider Gottes komplett in die Hose gegangen. Vergessen, das Mikrofon einzustecken. Kamera hatte ich nicht dabei, also haben wir es mit dem Handy aufgenommen. Ich hoffe aber trotz alledem, ich konnte euch ein klein wenig unterhalten und ich hoffe, dass mit dem Mikrofon, die Position von dem Mikrofon, die ich mir jetzt rausgesucht habe, ist besser. Als, ja, ich hatte ja da ein paar Videos schon online, wo die Tonqualität für einen Motovlog nicht ganz so das Optimale war. Und dass ich es ganz freilege, naja, ich weiß nicht. Aber was soll's, ihr Lieben. Ich bedanke mich recht herzlich für euren Daumen hoch. Und ganz recht herzlich für eure zahlreichen Kommentare. Ihr dürft gern diskutieren. Oi. Mein Gott, Schluck auf. Ihr dürft gern diskutieren mit mir. Wünsche und Kritik äußern. Was soll ich denn mal zeigen, was ich noch nicht gezeigt habe, wenn die entsprechenden Maschinen da sind? Ja, die nächsten Videos werden etwas langweilig, denke ich, für den einen oder anderen, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt von der Fertigstellung von der Dragstar zum Beispiel ein Video mache oder von der Viagra. Richtig interessant wird es mit der Puch, mit der ZL900 Eliminator und mit der Suzuki GSX 1100F und was sonst noch so zwischendurch mal zum Service oder so kommt. Ja. Meine Heimat, das schöne Kärnten, zum Motorradfahren ein Paradies, im Winter Wintersport ein Paradies und mein Fahrwerk, das ist, ich sag's euch, achso, warum, das habe ich ja überhaupt noch gar nicht, ich habe das ja noch gar nicht erzählt, warum und weshalb und weswegen, ihr Lieben. Wir waren ja unterwegs und da hatte ja der Fips einen Unfall mit seiner Maschine. Total Schaden. Das Video ist in Arbeit. Ich brauche nur noch die Freigabe, dass ich auch die Geschichte dahinter ein wenig erzählen darf. Und da war die Soundqualität von dem Video eine absolute Katastrophe. So, bei dieser Ausfahrt habe ich dann festgestellt, vor dem Unfall, also als ich zum Unfall dazu kam, schon weit vorher, dass ich beim Anbremsen in den Kurven, wie gesagt, ich will es versetzen, vom Motorrad gespürt habe. Das war ganz einfach nicht diese
diese Präzision, die ich von diesem Fahrwerk hier kenne, das Fahrwerk ist über jeden, aber wirklich über jeden Zweifel erhaben. Ich habe bisher noch kein Motorrad in den Fingern gehabt. Ich drehe noch mal eine Runde mit euch. Ich habe noch kein Motorrad in den Fingern gehabt, das so präzise einlenkt, in den Kurven so präzise läuft und aus den Kurven so präzise wieder rauskommt. Das ist eine Wunderwaffe. Und warum ist das eine Wunderwaffe? Ganz einfach. Ich habe hier eine 45er Marzocchi-Gabel drin mit progressiven Gabelfedern, die auf mein Gewicht abgestimmt sind. Ich habe lange mit Öl versucht, den richtigen Ölpegel rauszubekommen. Mit welchem Luftpolster habe ich das beste Ergebnis, was das Eintauchen und das Ausfedern anbelangt, was ja dann eher, das Luftpolster eher dafür gedacht ist, um ein Durchschlagen der Gabel zu verhindern. Ja, die Luft wird also mitkomprimiert, um ein kleines bisschen Fahrwerkskunde zu nennen. Das Luftpolster ist ja auch dazu da, um die Progressivität und das Ansprechverhalten der Gabel zu beeinflussen. Ja. Ein richtig eingestelltes Luftpolster bewirkt, dass meine Gabel dieses hier macht. Ja. Sie taucht ein, aber das Eintauchen am Anfang wird heftig, also am Anfang taucht die Gabel ja heftig ein. Und wenn ich jetzt bremse, dann kommt ein gewisser Punkt, gerade bei einer Notbremsung zum Beispiel, ja, da kommt ein Punkt, an dem einfach kein Weg mehr zur Verfügung steht. Die Gabel ist ganz eingetaucht. Ich stelle mich mal mit euch hierher und dann reden wir ein wenig. Ich mache die Musik aus. So. Ja. Es ist dann ein Punkt erreicht, an dem die Gabel gar nicht mehr weiter eintauchen kann. Und dann würde sie ja auf Block gehen. Das heißt, sie würde einschlagen. Durch das richtige Luftpolster, das richtige Öl und die richtige Ölmenge, die sich ja dann aus dem Luftpolster ergibt, zwangsweise, wird das vorher abgebremst. Luft kann man komprimieren, Öl kann man nicht komprimieren. Und Metall so oder so nicht. Ja gut, kann man schon komprimieren, aber nicht in unserem Falle. So, ist das Luftpolster jetzt falsch eingestellt und ich habe zu viel Luft in der Gabel. Hier oben, da. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann ist die Gefahr sehr hoch, dass die Gabel frühzeitig einschlägt. Ja? Bis die Luft so komprimiert ist, dass sie eine dämpfende Wirkung entwickelt, das dauert ganz einfach viel zu lange. Ja? Und dann kann es sein, die ganze Maschine wird schwammig. Das heißt, sie wird weich, sie federt so. Ja? Und da ist nichts Knackiges dahinter. Und durch das Einstellen von der richtigen Ölviskosität, was die Gabel benötigt, und dem Luftpolster, kann man erreichen, dass die Gabel im ersten Drittel weich ist, im zweiten Drittel hart wird und das dritte Drittel eigentlich überhaupt nur dazu da ist, die ganze Last, die bei einer Vollbremsung oder bei einer Notbremsung, sagen wir mal kurz vor der Blockiergrenze, dass das Ganze nicht auf Block geht, das heißt nicht urplötzlich einen Schlag gibt, ja? Sondern da wird die Feder, die Abbremswirkung der Gabel einfach verstärkt. Ja? Das nur nebenbei. Ups, das ging jetzt nicht ohne Fuß runter. Ja, und da habe ich sehr, sehr lange rumgespielt und ausprobiert und getestet, bis ich das erreicht hatte. Ja, dass ich ganz einfach keinen Block erreiche und dass meine Gabel bei den harten Bremsungen nicht durchschlägt. Dass die ganze Fahrwerksgeometrie stabil wird. Ja, ich habe keine Billiglager verwendet, sondern schon qualitativ hochwertige Lager.
Ihr habt das ja gesehen, ich habe die zweimal umgekrempelt. Ich habe auch den Motor gerichtet. Ich habe die Elektrik geändert. Und seitdem ich das alles gemacht habe, was natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und auch diverse Kosten verursacht hat. Aber seit diesem Zeitpunkt traue ich mich mit der Maschine, ohne dass ich irgendetwas horrormäßig nachkontrolliere und sämtliche Schrauben nachziehe und so weiter und so fort. Ich habe keine Angst, mit der Maschine 3000, 4000 Kilometer am Stück zu fahren. Gut, es gibt andere Leute, die sagen, jo, das mache ich mit meiner Maschine auch. Ja? Ja, aber nicht mit einer Elefant, liebe Leute. Ja? Ihr braucht nur mal im Internet schauen, wie viele Leute es gibt, die über die Elefant schimpfen. Also ganz einfach, erstens keinen Plan haben von dem, was sie reden. Ja, da gibt es genug, denen ich dann gezeigt und erklärt habe, das, was du da sagst, das ist vollkommener Blödsinn. Und ja, da gibt es halt welche, die, ja, die interessiert das einfach nicht. Aber das ist in jeder Marke oder bei jeder Marke so. Es gibt Befürworter und es gibt Kritiker. Die einen sagen, Honda ist kacke, die anderen sagen, Suzuki ist kacke. Die dritten sagen, halt den Schlüssel habe ich hier in der Tasche. Ihr wisst, was ich meine. Das ist eine alte, betuchte Dame. Die hat nur 60 eingetragene PS. Wie viel sie wirklich hat, weiß ich immer noch nicht. Ich habe kein Geld für Spielereien wie Motorprüfstand und so weiter und so fort. Das dürft ihr gerne sponsern, wenn ihr möchtet. Dann wissen wir, was die Maschine rausstampft. Aber wie gesagt, mit einer Honda CB1000 im Gebirge und auf den Pässen kann ich mithalten. Aus den Kurven fetzt er weg, vor den Kurven habe ich ihn wieder. Also, und in den Kurven stehen sie mir sowieso im Weg rum, weil ganz einfach mein Fahrwerk über jeden Zweifel erhaben ist. Ich weiß es nicht warum, ich kann es nicht beurteilen, ich kann es nicht anders ausdrücken und anders sagen. Ihr Lieben, abgestellt und zu Hause. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für euren Daumen hoch. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für eure zahlreichen Kommentare. Rechtes Eck werde ich jetzt mal schauen. Irgendein Ausfahrtvideo oder sowas. Und im linken Eck das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken ist kostenlos und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Wir sehen uns eventuell am Wochenende wieder. Bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleibt mir gewogen. Für dich. Baba.